Willkommen zu einem weiteren gruseligen Indie-Horrorspiel. Gruselig warum? Weil wir in eine Schule gehen. Und zwar spielen wir heute gemeinsam Hawthorne, ein Spiel von demselben Typen, der The Swine gemacht hat. Das war dieses Schweine-Indie-Horrorspiel, was ich eigentlich auch ganz gut fand. Das Spiel kostet derzeit 2,63 Euro. Ich glaube allgemein auch irgendwie unter 3 Euro. Hat aber gerade einen Sale und dementsprechend kann man nicht wirklich viel verkehrt machen. Wir spielen das Spiel komplett am Stück durch, Indie-Horror in Spielfilmlänge. Wenn ihr mich unterstützen wollt, eine Bewertung dalassen. Und jetzt geht's ab in die Schule, denn der böse, böse Lehrer will uns foltern. Morning. You're the new guy, right? Ah, morning. Yep, that's me. You're my safety and security dispatcher. I'm April, but also yes, I'm your dispatcher. I'll be checking in with you while you do your rounds. Have you worked as a security guard before? No, it's a first-time thing. I recently moved here to go to university and needed a job in between classes. Not that I don't appreciate the opportunity. But you sounded a bit on the younger side. And don't worry, I'm not your boss. I'm just here to check in with you from time to time. Well, that's good to hear. The orientation was a bit on the brief side, so it's good to have someone help me out. It's a quiet town. All you need to do is just walk around and try not to have a tea party with one of the science room skeletons out of boredom. Thanks for the tip. I honestly don't mind the quiet here. It's peaceful. It's peaceful because it's winter break. When I attended Hawthorne, it was far from it. You're a local? Yep. Born and raised. Radio me if you need anything, new guy. Okay, will do. Thanks, April. Die wunderschöne April am anderen Ende der Leitung. Und wir sind so eine Art Security-Hausmann. Okay, wir sollen hier die Karte checken. Alles klar. Und drehen eben unsere Runden hier in der alten verlassenen Schule. Das ist gut. Aber erklär mir doch mal bitte eine Sache. Und zwar weiß ich, dass eben immer wieder das Standardprotokoll lautet, untersuche zuerst die Umkleiden der Mädchen und die Duschen. Das weiß jeder Security-Mann und Hausmeister. Jeder, der auf einer Schule ist, geht rein, beginnt seine Schicht und untersucht erstmal die Duschen der Girls. Nur hier geht das nicht. Absolut unrealistisch. Total unrealistisches Spiel. Wow. Ein merkwürdiger Nebel. Okay, das Klassenzimmer hier, das strahlt ja regelrecht. Also die Putzfrau, die hat hier ganz schöne Arbeit geleistet. Da wurde jeder Stuhl und jeder Tisch komplett abgewienert. So, was müssen wir denn machen? Wir müssen eben eine Runde drehen. Und wir müssen zum Storage Room. Wo finden wir den? Wir sind hier und hier ist Kunst. Und Storage ist genau gegenüber. Gut, dann drehe ich mal meine Runde. Ich bin auf Streife, ich bin auf Streife, ich bin auf Streife. Also müsste der irgendwo hier sein. Der Storage Room hier drüben. Haben wir ihn gefunden. Und wieder dieser merkwürdige Nebel. Oh. Wo bist du? Was willst du von uns? Sag mir deinen Namen, Geist. Das ist aber echt ein uralter Kalender. Auch die Fernseher hier. Okay, es ist wirklich ein wenig unheimlich. Eine alte Zeitung. Die Militärpolizei war hier auf der Schule? Und sie suchen jemanden. Mit einer dunklen, langen Kutte. Aha. Tja, natürlich. Ein Massenmörder treibt sein Unwesen. Was haben wir denn hier Schönes? Mr. Lewis. Der frische Zauber durch Mr. Lewis. Macht den Mund super frisch. Mr. Lewis. Okay, wohin nun? Kunst. Kunst hatten wir doch irgendwo... Ich glaube, da hinten. Kunst war einmal hier durch.
Oder auch nicht. Nein, nein, doch. Hier. Ich glaube, hier war das. Hier war das irgendwo. War das hier? Ja. Okay. Alles gut. Alles ruhig, alles friedlich. Damit haben wir die erste Schicht erfolgreich gemeistert. Eigentlich ein ziemlich geiler Job. Man dreht hier so seine Runden, genießt das Leben. Hallo? April? Waren Sie das? Klang, als hätte jemand einen Tisch und einen Stuhl verrückt. Okay, was müssen wir tun? Wir müssen hier hin. Ah, ich bin schon da. Krankenstation. Hallo? Hey, how's the evening shift? Hey, April. It's going good. It's just doing my rounds and staying on schedule. Yeah, I'm bored too. Have you explored much of the school outside your rounds? Not really, no. You should go check out the basement. I should? If you do, I'll tell you a story. If you're sticking to your schedule, you should be close to it anyways. I actually used to be in the pep squad for our basketball team, the Hawthorne Cobras. Really? No. Are you in the basement yet? Ah. I'm almost there, I think. Wirklich, wir wollen runter in den Keller, der solche Wände hat. Wahrscheinlich okay, werden hier basement. Experimente an Schülern gemacht. Gate and other things typical of a high school basement. Go to the room on your left. It'll be worth it, I promise. Okay. Okay, ich weiß nicht. Der hier ist rechts. Hallo? Hier hat irgendjemand geschissen und seine Stiefel stehen lassen. Hier drüben klemmt's. Was steht hier? No. No stooling. Please don't stool in the toilet. Now what do you see? A boarded up door? Wanna know what's on the other side? Maybe. This is getting a little weird. It's part of the original school. Half the classes used to be down there before they built the new wing. We used to call it the dungeon when I attended Hawthorne. The dungeon? Well, that's grim. I had math and history down here for 3 years. That's grim. After the new part of the school was finished, they moved everyone upstairs for renovations. So, why is it all locked up then? So many rumors around Hawthorne on why they condemned it. I've heard things from the school hiding a crime that took place there by a disturbed former art teacher, to a pipe bursting causing water damage and black mold with no school funds left over to fix it. That last one being the least exciting, but probably most accurate one. I'm inclined to agree. But for now, it's off limits to everyone. Okay, aber wie komme ich in diesen Dungeon? Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Wir bräuchten also irgendwas, um die Bretter runterzureißen. Ich meine, ich würde einfach hier, keine Ahnung, so ein Schreibtischstuhl-Dings nehmen oder das hier oder irgendwas halt. Die Bretter sind ja nicht besonders stabil. Also ich hätte keine Angst vor diesem Dungeon. Hier drüben ist auch noch zu. Warum ist das hier? Okay. Hallo? Es geht nicht auf. Es klebt. Oh Gott! Oh mein... Why would a high school even have mannequins? Warum? Probably the sewing and textiles class. They make clothes for some projects.
I made some overalls senior year that we won't be talking about. Also, if you need batteries or anything for your radio, it'll be kept down here. There was an issue with theft in the past, so electronic stuff is kept in the basement. Batteries are in the basement. Noted. Thank you. It's getting pretty close to the end of your shift. I need you to grab some keys before you leave tonight. Yeah, sure. I've had enough of the dungeon anyways. What am I doing with the keys? Barely lasted one night down there. As part of the security package for the school, we're updating Hawthorne's rusty locks to keypads, keycards, and other fancy things tomorrow morning. That sounds pretty high-tech. It's 1994, new guy. Times are a-changin'. Fair enough. Go to the reception office and find the main set of keys for Hawthorne. Okay, ich hab mir eben gerade wegen diesen dämlichen Puppen beinahe in die Hose gestuhlt. Oh, das wird wieder so eine Nummer, ne? Das wird wieder so eine Nummer. Also, wo müssen wir hin? Main Office. Storage. Hausmeister. Drugstore. Art. Boys. Stairs. Wo müssen wir hin? Main Office. Achso, doch Main Office. Okay, das heißt, wir müssen hier runterrennen. Auf ins Main Office. Und irgendjemand verrückt hier dauernd irgendetwas. Ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier definitiv nicht alleine. Gott sei Dank ist hier überall Licht. Darüber können wir sehr, sehr froh sein. Warum sind hier Kerzen? Wer stellt hier romantische Kerzen auf? Welcher geisteskranke Irre? Greg Anderson. Okay, und hier müssen wir jetzt was finden? Schlüssel, ne? Hier gibt's irgendwo Schlüssel. Na, hier können wir wieder aufmachen. Ich glaube, ich habe sie gefunden. I got the keys. Awesome. On your way out, just leave them in the company truck for the technicians. We always keep it parked out there, and they have their own set to open it tomorrow morning and grab them. Will do. Night, April. Nighty-night. Hello? Hey, it's April. You're on call tonight, right? Yeah, I'm up. What's up? The alarm at Hawthorne is going off. Can you drive down there? The installation guys probably wired something wrong, but we still gotta check it out. Yeah, sure. I'm on my way. The new key is hidden in an old school bus in the woods next to the school. The technician had to leave late and needed to put it somewhere. And it's not like he could leave it under the doormat. That seems unorthodox. No offense. Don't let our fancy logo fool you. We're quite an unorganized company. Right. I'll let you know when I find it. Warum? Warum? Ich meine, kann er das nicht irgendwo hinlegen, ohne dass wir durch einen unheimlichen, gruseligen Wald... Okay, an old school bus. Shouldn't be too hard to find. Spazieren müssen, alter Schulbus. Nimm die Lampe mit. Finde den alten, unheimlichen Schulbus im unheimlichen Todeswald mit unheimlichen, komischen Baumstümpfen. Also sowas erlebe ich jeden Tag. Das ist mein täglich Brot. Dauernd muss ich sowas machen. Okay, wir sind wahrscheinlich angekommen. Und noch haben wir hier keinen unheimlichen Schulbus. Ah, doch, hier drüben. Ist das Blut? Oder Rost? Wahrscheinlich irgendein Brecheisen, das im Schnee hier wegrostet. So unheimlicher Schulbus. Das ist die langsamste Schulbustür der Welt. Dankeschön. Dankeschön. Können wir da rein? Anscheinend nicht. Warum muss man eigentlich in Horrorspielen immer so viele Schlüssel finden? Warum ist das so? Wer hat sich das alles überlegt?
Sag mal, die Rostspur hier drüben wird immer stärker. Can you hear me, April? Loud and clear. Grab the keys from the old school bus. I'm in Hawthorne now. All right. The alarm went off somewhere in the southwest wing. Check the map if you ever get turned around. Alles klar. Also irgendwo hier drüben. Bam. Wieso stellt immer jemand hier Kerzen auf? Alter, das nenne ich mal einen gemütlichen Lehrerstuhl. Die Kinder haben hier diese ungepolsterten, harten Stühle und der Lehrer sitzt in seinem Thron. Wie auch immer hier sein Unwesen treibt. Er steht auf Kerzen. Er steht auf Romantik und Kerzenlicht. Wir können hier rein, aber wir können auch zu den Girls. Hey, Girls. Irgendjemand hier? Set off the alarm. The window in the girls' washroom is busted. Protocol says to investigate first, then contact the police if necessary. Probably just some kids anyways. Ich soll das untersuchen? Ich bin kein Polizist. Was soll ich denn jetzt hier untersuchen? Hey, April. I sort of noticed something. What's up? The window was broken in the girls' bathroom, but there's no glass on the floor. It gave me the impression that someone broke out of the school, not into it. Why would someone break out of Hawthorne? I don't know. Something to do with changing all the locks? Ja, er hat recht. Er hat recht, ne? Kein Glas. Also irgendjemand ist hier rausgesprungen. Vielleicht der Handwerker? Okay, was können wir hier noch machen? Ich meine, hier drin ist ziemlich dunkel. Hello? Ist hier irgendjemand? Braucht irgendjemand hier Hilfe? Also, wir sollen die Schule untersuchen nach irgendetwas Auffälligen, Verdächtigen. Nun, hier ist so ziemlich alles auffällig und verdächtig. Okay, hier drüben ist blockiert. Das heißt, wir müssen außen rum. Und wer hat das hier hingelegt? Papier. Ich meine, hier lag noch nie Papier rum. Nicht während meiner Schicht. Ich bin ein sehr ordentlicher Mann. Gehen wir mal hier lang. I'm by the principal's office. Great. After replacing most of the locks, the technician left the master key card there. Take a look around. Also hier ist schon wieder ein bisschen Romantik, April. Wenn du auf mich stehst, ja? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, mit mir rummachen willst oder so. Das ist der falsche Weg. Frag mich einfach. Einfach fragen. No sign of the master key card anywhere. Strange. Some doors might still be used with the original locks. Keep an eye out for any old keys. If you're done with the south wing, go to the north wing through the gym. Okay, hier drüben ist zu, ne? Also. Kommen wir jetzt überall rein? Habe ich jetzt die Möglichkeit, hier wirklich überall reinzukommen? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Karte? Haben wir hier eine Karte? Bam. Licht. Unheimliche Gemälde. Kunst. Ist das Kunst oder Müll? Also wir sind hier Süden und wir sollen nach Norden. Okay, das hier ist zu. Jetzt bin ich hier bei Süden. Aber ich komme nicht Richtung Norden, weil ich den Schlüssel nicht habe.
Und da die ja sehr unorganisiert sind und wir keine Ahnung haben, wo die diesen verdammten Schlüssel hingelegt haben, müssen wir jetzt hier ein bisschen rumsuchen. Ich hätte gerne einen Tipp. Vielleicht unten im Keller. Nope. Okay, der Kunstraum. Hier waren wir. Waren wir hier drin? Mach mal Licht an. Okay, was bringt mir das hier? Hier geht's noch rüber zum Kunstraum. Das Problem ist, die Schlüssel sind ja sehr klein. Man kann sie also ganz schnell, ganz leicht übersehen. Gab's hier irgendeinen Tipp? Moment, ich lese das ganz kurz. Ah ja. In irgendeiner Kiste im Art Room. Okay, hier drüben ist Art. Aber wo ist denn hier? Ah, hier drüben. Das Ding hier sieht sehr, sehr fancy aus. So, aber ich brauche hier... Ich brauche hier einen Key. Also, ich brauche Passwort. Wo könnte das sein? Drei Ziffern. Hat irgendwas geschrieben? Ich gehe nochmal hin. Drei Zahlen benötigen wir. Und dazu müssen wir in den Storage Room. Mann, die machen es mir aber auch wirklich verdammt kompliziert. Also im Art Storage Room oder im regulären Storage Room? Wahrscheinlich im regulären Storage Room. Sonst hätte er Art geschrieben. Okay, hier ist Art Storage und gegenüber war Storage, ne? Ja. Also müssen wir hier durch. Auf die andere Seite. Hello? Storage. Okay. Okay, das ist neu. What? Alles klar, was könnte es denn sein? 17 Monitore, 9 Basketbälle, 7 Packungen Toilettenpapier, 4 Boxen Cobra, 32 Flaschen von Reinigungsmittel. Ihr macht das hier wieder spannend. Sowas wie meine ganzen Dokumente, ne, habe ich nicht. Drag and Drop. Nee. Warum ist jetzt hier ein Ball? Warum zum Geier ist hier ein Ball? Ein Ball, den ich... Ich kann den Ball nicht überwinden. Der Ball ist zu mächtig. Der mächtige Powerball. Okay, okay, die spielen mit mir. Gut, spielt eure Spiele. Spielt ruhig eure Spiele. Gib mir nochmal das hier. Okay. Die drei Sachen mit Sportausrüstung. Und dann haben wir die erste Ziffer davon, oder wie? Dieser Ball. Dieser bedrohliche Ball da hinten. Tod durch Ball. So, gehen wir hier nochmal rein. Also, Monitore 9. 6. Und 4. 9, 4, 6. 9, 4, 6. Würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. 9, 4, 6. Ich werde kündigen.
Denn der Laden ist echt ein Albtraum. Ich werde sowas von hart kündigen. So, wo war das Ding? 946, hier drüben. Q. Wie kann ich was wählen? Ah, hier. So. 946. Jo. Hat funktioniert. Geh auf. Und gib es mir. Yes. War gar nicht umständlich. Nee. Keine Ahnung, welche Schule, welche Leitung von der Schule sich so verhält, aber naja. So, wieder was gelernt. Schule macht eben doch dumm. Was haben wir hier? In the gymnasium now. Cool. That door to your north will need to be open. April, you cut out at the end there. Things are fine on my end. Did you touch the frequency? Could be the weather on it. Shit. I was supposed to replace the batteries before dropping off the keys yesterday. I remember her saying they're kept in the basement with the electronics, which is in the north wing anyways. Also bedeutet das, wir müssen wieder zurück und Batterien holen. Das willst du mir damit doch sagen, oder? Okay, hier geht's vielleicht irgendwann mal raus. Alles klar. Was haben wir hier? Was ist das hier? Ein Schlüssel. Ja, sehr gut. Oder auch nicht. Aber vielleicht komme ich jetzt irgendwie hier und dann da oben und dann... keine Ahnung. Das ist Schule, Freunde. Das ist Schule. So habe ich mir Schule immer vorgestellt. Also versuchen wir es. Okay, warte, warte, warte. Wie kann ich mich ducken? So. Ach du heilige Kotstulle. Okay, Moment. Oh, das ging gar nicht gut. This is crazy. Ja, ich meine, ich bin Sicherheitsmann und vielleicht noch ein kleines bisschen Hausmeister, aber in erster Linie Sicherheitsmann und Cheerleader-Inspektor unter den Duschen. Das ist mein Job. Gucken, dass die Mädchen unter den Duschen alles ordnungsgemäß machen. Das hat nichts mit Perversion zu tun. Das ist ein wichtiger Beruf. 3 Jahre Ausbildung. Sonst darfst du sowas gar nicht machen, ja? Kannst ja nicht irgendeinen x-beliebigen Perversen an so einen Job ranlassen. Nein, da muss ein Fachmann her. Die richtige Seifentechnik. Ich hatte 1 Seifen für Fortgeschrittene. Hatte dort die Bestnote. Oi. Alright. Das ist länger als erwartet. Damn it. Wo zum Geier bin ich denn nun? Och Mann, immer diese Puppen. Wer stellt die denn auf? Kerzen und Puppen. Wo zum Geier bin ich? Okay, wir wollten in den unheimlichen Keller, ne? Aber wir können nicht in den unheimlichen Keller, weil... weil, wieso auch immer. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Alles gut, alles cool. Kriegen das hin. Warte mal. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Wow, hier hat der Lehrer noch einen Prügelstock. Nee, ich weiß, ist kein Prügelstock. Ich weiß. Bitte jetzt alle ruhig und cool bleiben. Warum ist das jetzt auf einmal verrammelt? Ich meine, das hatten wir doch davor auch nicht. Locked. Toll. Wo bin ich? Ich bin hier.
Warte, hier sind die Toiletten. Hier ist Klassenzimmer C und... Und hier ist auch alles zugesperrt. Ach, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, hier bin ich runtergefallen. Also müssen wir hier komplett außen rum. Was zum... Oh, shit. Someone is in Hawthorne. Okay. Lay low. Don't make too much noise. Habt ihr das gerade gesehen? Okay, habt ihr das gerade gesehen? Hier war doch irgendein Dude. Hier war doch eben gerade ein Dude. Könnt schwören, hier war ein Dude. Hallo? Okay, wir brauchen hier was. Mein Gewicht. Wie viel wiege ich? Null. Ha. Huh. Also. Wir wollen den Keller, um dort Batterien zu finden. Und irgendwo hier treibt sich ein geisteskranker Psycho noch rum. Das okay. Sind tolle Aussichten. Get the batteries from the basement. Radio April. Hey, Mr. Psycho. Oh Gott, okay, es sind nur Puppen. Es sind nur Puppen. Beruhig dich. Bitte beruhig dich. Okay, North Wing. The Boys Washroom. Wo sich die Knaben waschen. Da wollen wir hin. Aber jetzt müssen wir hier leise sein, weil hier eventuell ein Mörder rumrennt. Ich glaube, wir müssen hier hin. Kann das sein? I think someone's coming. Was, echt jetzt? Hallo? Wo denn? Wo denn? Okay. Ich habe keine Ahnung, ob hier jemand kommt oder nicht. Das hier ist blockiert. Lass mal hier drüben hin. Okay, wir können hier rein. Jungs, ich komme jetzt rein. Sieben null vier acht. Hallo? Alter, ich habe doch eben gerade jemanden weinen gehört. Mr. Psychomann. Ich habe gerade Schritte gehört. Alter, da hinten steht eine Puppe. Was? Oh nein. Diese verdammte Hightech-Schule. Ganz ruhig. What is happening? Ich weiß es nicht, Kumpel. Ich habe keine Ahnung. War es 7048? Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Oh, bitte nicht. Moment. 7048. Ich weiß es nicht. War es das? Ja. Okay.
Haben wir hier irgendwo eine Keycard? Warum sollte man hier hin wollen? Ah! What the? Alles klar. Da drüben ist einfach mal der Boogeyman. Mr. Boogeyman. Hallo? Mr. Boogie? Er hat die Puppe zerlegt. Dieser kranke Soziopath hat die Puppe zerlegt. Können wir hier durch? Yes. Yes. Was zum Geier? Wow. Ich dachte eben gerade ganz kurz, hier wären Leichen drin. Aber wir sind hier Gott sei Dank nicht bei der Familie Baker. Ich traue mich hier kaum, mich zu bewegen. Ja. Moment, hier. Ja. Ja. Das alles für dämliche Batterien. Ich riskiere hier mein verdammtes Leben für Drecksbatterien. Die waren hier, oder? Waren hier irgendwo Batterien? Oh shit, jemand hat hier die Tür aufgerissen. Oh Gott! A security guard. Ugh. So, it was you that changed the locks. We didn't have strangers like you haunting our hallways when I taught here. What are you doing here? I could ask you the same thing. For me, Hawthorne is sacred. It's where I did my work. It's where I stayed close to my canvases. But all that changed. When they all conspired against me with the police. They even had the audacity to bring my artwork to the courtroom as a reflection of my deteriorating mental state. But their orchestrated attrition against my work didn't make me any less pious. It only gave me more resolve. What? You're who the students rumored about? That's none of my concern. Or yours, for that matter. Your attempt to lock me out of Hawthorne locked me in. But no matter. Nothing's changed as far as I'm concerned. I still have time to finish my latest project. One that will turn Hawthorne into an installation of broken bricks and twisted metal on the first day back. With those traitors entombed within it as a monument to their conspiring against me. What? Okay, der hält sich also für so eine Art Picasso. Aber er lässt uns am Leben. Wieso auch immer. So, du bist also der psychopathische, geisteskranke Künstler. Mhm. Verstehe. Ah ja, eines deiner Werke. Toll. Grandios. Ich bin beeindruckt, mein Freund. Irgendeiner aus dem Kunstunterricht hat mal wieder die Nerven verloren. Und dann endet sowas genau so. Wer kennt's nicht? Oh yes. Is art? Nein, das ist keine Kunst, das ist Müll. Das ist Müll, mein Freund. Ich bin Taschenlampe.
Ich habe eine Taschenlampe, endlich. Was haben wir denn hier? Okay, noch mehr. Alles klar, hier komme ich durch. Ich meine, der Kollege hier ist auch noch irgendwie gigantisch groß, komplett durchtrainiert, wie sie halt immer sind, ne? Keine Ahnung warum, aber diese Psychomassenmörder haben immer einen Top-Körper. Oh, ich kann reinzoomen. Okay. Das ist definitiv keine Kunst. Dämliches Pony. Der Mann ist besessen von Puppen. I know you're in here. What? Okay, wir müssen schleichen. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Und da drüben liegt eine Leiche rum. Okay, okay, okay. Ich geh mal hier hin. Ich geh mal in die Ecke hier drüben. Massenmörder. Psychomann. Batterien habe ich immer noch keine, ne? Also wir können auch nicht April verständigen, um Hilfe zu holen. Und der Typ hat so eine Art Sense, Sichel. Okay. Ich glaube, der war eben genau hinter mir. Verdammt, das Ding hier unten ist ein Labyrinth. Okay, warte mal. Folge dem Licht. Oh nein, 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 nein. Oh. Alter, was für ein Glück. Yes, ich habe Schlüssel gefunden. Jetzt brauche ich nur noch den verwunschenen Büchereiausweis. Da bin ich sowas wie Harry Potter. Tja, ich habe nur keine Ahnung. Kacke. Bitte komm jetzt nicht hier in den Gang. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Überall hängt seine Kunst. Yes. Yes. Ich hätte Glück. Und weg, raus, weg, komm. Wo bin ich denn nun? Und das hat niemand gemerkt, dass der Mann hier unten so ein Unwesen treibt? Können wir das hier verwenden? What the? Alles klar, Silent Hill lässt grüßen, oder? So ein bisschen mit den Wänden. Batterien. Ja. April. April, can you hear me? You forgot to replace the batteries last night, didn't you? Call the police. There's someone here in Hawthorne. Oh, shit. On it now. Stay on the radio. Are you all right? I think so. I think I'm okay. He's been in the basement of Hawthorne the whole time. The whole time I've been working here. He's been here, too. Stay calm. Where are you? In the basement. I'm locked down here. I went down the stairs like the other night. Okay, there's two stairwells in Hawthorne. Can you make your way to the other set? Yeah, I can do that. Get to those stairs and go out through the front door. I'll be on the radio with the police. Okay, ich habe also einen Plan, wie ich hier rauskomme. Verdammt, das ist echt laut. Und warum sollte sowas in einer regulären Schule sein? In einem Knast würde ich es ja noch verstehen, aber in der Schule? Kann mir doch keiner erzählen, dass der das alles installiert hat. Hello?
What? The Fool. Ja, ich habe ein Déjà-vu. The Swine, das war das Spiel, was ich meinte. Was wir auch gemeinsam gespielt haben. Okay, ich muss hier unbedingt so schnell wie möglich raus. Alter, was haben wir denn hier? Okay. Was zur Hölle? Aber geil, dass unser Dude hier noch ganz gemütlich sich die Räume anguckt. Oh, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Okay, hier komme ich nicht durch. Oh. Noch eins. Mr. Mörder? I think someone's coming. Echt jetzt? Geh da rein, versteck dich hier drin. Ich habe keine Ahnung, von wo der kommt. Aber das meine ich, er hat hier so eine extrem aufwendige Installation. Irgendwas habe ich eben gerade gehört. Klar, natürlich. Natürlich. Der Mann muss klassische Musik hören. Das machen Psychomassenmörder so. Immer die klassische Musik. Anders geht das gar nicht. Was soll das sein? E.T.? Oh shit. Er wartet hier. Okay, okay, du bist echt creepy und du hast verdammt lange Finger. Warum spielst du mit mir? Leute, zieht euch das mal rein. Drei Sicherheitstore. Der Mann geht... Come out now. Bisschen zu weit. Mit dem Irrsinn. Oh nein, da drüben rennt er rum. Hat er mich gesehen? Es war so ein Ich-hab-dich-gesehen-Geräusch. Er hat eine Bombe. Oh Gott. April, does the police department have a bomb squad? Was zur Hölle? What? Der Typ hat einfach irgendeine Bombe. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich doch hier gerade hart verarschen. Oh no. Oh no, 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 no. Ich schlag gegen die Bombe. Komm mir nicht zu nah. Hier ist irgendwas. Keine Ahnung was. Aber es könnte nützlich sein. Ich muss die Notiz da hinten lesen. Was ist das hier? Das ist nix. Na verdammt, er hat hier zugenagelt. Seine Galerie des Schreckens, ha? Huh? Zäh, Künstler. 291. Okay, wir müssen zurück zur Bombe. Auf einmal macht er hier so Sprintereien. Auf einmal ist der Dude schnell. Okay, bitte komm jetzt nicht hier hin. 291 war's, glaube ich. Ja. Echt jetzt? Ja, nimm ihn doch. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, da hinten steht der rum. Kann ich hier hin? Remove! Remove! Ja, 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 nein! Nein!
Ach so, ich hab's geschafft. Keine Ahnung wie, aber ja. Oh, yes. April, der Dude hat eine Bombe. I have to get up those stairs. Okay, warte. Moment. Von wo bin ich gekommen? Was ist das hier? Watch your steps. Hat er hier Bomben platziert? Sprengkörper? April, you said last night there were rumors around Hawthorne about a former art teacher or something. Yeah, there were. The story is that a missing student was found in the basement, turned into some kind of art installation. That crime would have destroyed Hawthorne and the town's reputation, so the faculty scrubbed the scene and the court rushed the trial to cover it up. That rumor has been around for years, since they locked up the basement. I think it's true. Let's just focus on getting you out of there. The police should be close. Ey, wie lange kann das dauern? Wie lange kann es dauern, bis die Bullen hier sind? Bei einer verdammten Schule. More explosives? I need to be more careful. Okay, was ist das hier? Ist das... Was ist das? Welche Symbole? Okay, ich habe Angst, dass ich hier in die Luft fliege. Ah, gehen wir mal hier hin. Okay, hier waren noch Fallen. Ich habe sogar Angst, mich hier auf die Matte zu stellen, weil ich irgendwie Angst habe, dass die Matte explodiert. Boah, hier sind überall Granaten. Okay, was bringt mir dieser Raum? Was bringt mir dieser Raum? Gar nichts. Im Moment zumindest. Ah, hier kann ich kein Licht anmachen. Was irgendwie unangenehm ist. Okay, das hier wird wohl irgendeine Bedeutung haben. Das hier ist eine Sprengfalle. Okay. Hier sind keine. Hier ist eine. Ah. Aha. Na, ich denke mal, wir müssen hier die Reihenfolge erfüllen. Also wäre das hier... So, dann flitzen wir hier durch. Beeilung. Oh Mann, ich habe doch keine Zeit für sowas. Das hier. Dann hier rum. Die Eieruhr tickt. Und hier hin. Oh yes. Heißt das, wir können hier durch? Nö. Okay, warte mal. Ach, da hinten war ja auch noch eine Tür. So unter Strom. Dass ich ganz vergesse, dass hier noch eine war. Babams. Schüsse. Die Bullen? Oder sind die einfach nur die Sicherungen rausgeflogen? Ich habe keine Ahnung, klingt wie Schüsse. Oh nein. Nein. Geil, der Bulle ist tot. Aber ich habe seine Knarre. Vielleicht ganz gut, aber ich habe keine Munition. Zielen und feuern, aber keine Munition. Sehr schön. Sehr schön. Wie hat er das alles so schnell umgestellt? Can I really do this? Du musst. Du hast keine andere Wahl. Aber ohne Munition wird es schwierig. Aber du kannst ihm die Waffe schön in die Fresse werfen. Ja, sicher. Wie hat er das alles so schnell umgestellt? Okay. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, Munition gefunden. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Cowabunga! Yes! Ich habe ihn einfach umgeshootet. Geil, Mann.
Habe ich gewonnen? Hier ist noch mehr Munition, kann ich aber leider nicht einsammeln. Ey, ich würde es mitnehmen. Man weiß nie, ob nicht noch irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, genau. Police! Down on the ground! Oh my god, are you all right? Yeah, I think I'll be fine. So, I guess this is our first real introduction, isn't it? Sorry, it needed to involve you almost being killed. You know, I imagined she would be a bit taller. It's nice meeting you too. Das war's. Naja, es kostet ja unter 3 Euro und dafür ist es okay. Es hatte so seine Momente, auch wenn der finale Kampf ein bisschen wacky war. Ich meine, ich habe ihm einfach voll in die Fresse geschossen und er war tot. Gut, das war's mit dem Spiel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Indie-Horrorspiel. Mal sehen, was wir noch alles so rausgraben werden. Auf Wiedersehen und... Tschüss!